Trainer Carsten Hein hat offensichtlich seine Stammelf gefunden, startete mit den gleichen Akteuren wie zuletzt beim Sieg gegen Osnabrück. Tolle Kulisse auf der Baustelle Gellertstraße. Zum Tabellenführer kommen heute 7000 Zuschauer. Die Gäste aus Bielefeld in Rot, mit Sieg und Niederlage in die Saison gestartet, beginnen couragierter als der CFC. Dennis Mast, früher beim HFC, verpasst die Hereingabe von Hemmlein. Norbert Meyers Arminia präsentiert sich heute sehr kompakt. Und deshalb haben die Himmelblauen Probleme, echte Torchancen zu kreieren. Stenzel versucht, Ofosu zu bedienen. Im Mittelfeld wurde hart gefightet. Es gab kaum Platz. Konrad muss da um den Ball kämpfen, der plötzlich zu Ofosu kommt, doch er scheitert am Bielefelder Schlussmann. Der Nachschuss von Leis geht daneben. Carsten Heine muss zur Pause ein 0:0 hinnehmen. Zweite Halbzeit und der Kampf ums Mittelfeld geht weiter. Per Kluge langt dazu gegen Ofosu und sieht vom Schiedsrichter Robert Schröder die gelb-rote Karte in der 63. Minute. Chemnitz fast eine halbe Stunde in Überzahl. Meyers Elf verlegte sich jetzt ausschließlich aufs Abwehrspiel. Freistoß Chemnitz. Fink und Röseler setzt den Kopfball vorbei. Mehr hatte der CFC nicht an Torchancen gegen kompakt stehende Bielefelder erarbeiten können. Torlos am Ende die Partie zwischen Chemnitz und Bielefeld. Klar, es ist schade, dass wir nicht hier die drei Punkte eingefahren haben. Auf der anderen Seite wollen wir die Kirche auch im Dorf lassen. Was der Trainer meint, ist klar. Chemnitz bleibt mit zwei Siegen und einem Unentschieden in dieser Saison bislang ungeschlagen.